Hallo und willkommen zu Fotoschnitzel. Wir sind hier draußen beim Riemer See und wollen heute fotografieren in Lowlight Conditions mit der D3200er. Ich gehe jetzt noch kurz in die Wache, mir einen heißen Kaffee holen, während Andreas es aufbaut, und wir sehen uns gleich im Dunkeln. Na gut, jetzt hatte ich meinen Kaffee und jetzt gehen wir mal nachschauen, was der Anni so vorbereitet hat. Ich nehme an, dass er auf der 3200er die Blende auf 1,8 gestellt hat, weil das so weit auf ist, wie es nur geht, und im Dunkeln braucht man das auch wirklich. Und ich sehe ihn nicht mehr. Der hat doch sein Stativ da drüben aufgebaut, oder? Eigentlich, ne. Komm mal mit. Ich glaub einfach nicht. Er war da unten auf dem Steg. Und für sich. Oh, das ist ja genauso wie beim Hauptbahnhof. Verschwindet einfach und kommt mit der Leberkäse zurück. Was war das? Scheiße. So, jetzt wisst ihr, was in diesem Tutorial wirklich passieren wird. Ihr werdet lernen, wie man realistische Slenderman-Fotos macht. Wir fangen an mit einem 2 Meter großen Maxi. Komm mal rein. Gut, der Slenderman ist an für sich 3 Meter groß, aber das wird schon keiner merken, wenn er gerade in die Hose gemacht hat. Nun braucht der Slenderman ein weißes Gesicht. Dafür nehmen wir die Kapuze, das wird schon passen. Und dann fangen wir mal an. Das Fotomachen selbst ist sehr einfach. Ihr müsst nur eine Langzeitbelichtung zwischen 4 und 8 Sekunden machen, in denen der Schauspieler den Kopf auf- und abwackelt, damit sein Gesicht verschwommen wirkt. Außerdem solltet ihr die Blende ziemlich weit zumachen, damit das Bild dunkel ist. Der ganze Rest findet in der Nachbearbeitung statt und das schauen wir uns jetzt mal an. So, hier habe ich ein Slenderman-Foto in Lightroom 4 importiert. Wie man gleich erkennen kann, ist es sehr dunkel, aber deswegen haben wir ja auch in RAW fotografiert, damit wir das auch schnell ändern können. Fangen wir gleich mal an. Wir drehen hier die Exposure hoch. Da sieht man schon, wie es viel heller wird. Aber was auch gleich auffällt, ist, dass es viel zu gelb ist. Also dafür ist dieser Temperature Slider. Da kann man es blauer machen oder gelber machen, aber das wollen wir ja auf keinen Fall, weil es ja schon so gelb ist. Da drehen wir es einfach mal ziemlich weit in den blauen Bereich. Vielleicht sogar ein bisschen bläulicher, als es eigentlich natürlich wäre, damit wir so ein creepy Gefühl hinbekommen. Tint würde ich gar nicht anfassen, das benutze ich eigentlich nie. Weil das macht die Bilder einfach nur grün oder rosa. Also es ist total unnötig. Also lassen wir es einfach mal, wo es ist. Obwohl ein Stückchen in den Bereich würde ich drehen. Okay, anscheinend schon. Also plus 10 in rosa bei diesem Foto. Gut, Kontrast auch höher, aber nur ein Stückchen. Die Highlights würde ich eigentlich dunkel lassen, weil das Bild ja eigentlich eher dunkel sein sollte. Die Schatten ein bisschen hochdrehen, damit man auch den Slenderman erkennen kann, der ja hier steht. Der ist noch ein bisschen unauffällig. Man sollte ihn ein bisschen aus dem Hintergrund holen. Deswegen drehe ich auch das Schwarz hoch. Weiß lasse ich so, wie es ist. Dann Clarity drehe ich hoch. Das gibt dem Ganzen so ein unnatürliches, scharfes Gefühl. Man erkennt wirklich die Details im Schnee. Gut, Saturation ändert eigentlich gar nichts. Ich würde es ein bisschen runterdrehen. Wir haben zwar keine Farben, aber kann nicht schaden, damit das Bild ein bisschen dunkler wirkt. Gut. Also was mich jetzt noch stört, ist hier dieser orange Bereich. Da gehen wir jetzt zu HSL und drehen die Sättigung von Rot, Orange und Gelb runter. Rot bringt jetzt nicht viel, es ist eher ein Orange. Und ein bisschen Gelb ist auch noch drin. Gut, jetzt sieht das Bild fast schwarz-weiß aus. Deswegen möchte ich noch das Blau ein bisschen hervorrufen, dass man im Hintergrund sieht. Obwohl ich glaube, dass ich den Himmel ersetzen werde. Der ist mir einfach nicht schön genug. Der ist so grau. Gut. Okay. Als nächstes, finde ich, sind wir eigentlich fertig in Lightroom. Dann würde ich es exportieren in einen Folder, den ich schon vorbereitet habe. Ich nenne es mal Slender 2. Ich habe schon ein Testbild gemacht. Slender 2. Gut, und dann öffnen wir das mal in GIMP. Okay, ich habe jetzt das Bild in GIMP importiert und das erste, was ich machen möchte, ist es deutlich verkleinern, weil ich habe jetzt keine Lust, mit einem 6000x4000 Pixel Bild zu arbeiten auf einem MacBook aus 2008
Und außerdem brauchen wir es für diesen Zweck überhaupt nicht. Also gehen wir hier auf Scale Image, machen es 2000 Pixel ungefähr und 1330 hat er jetzt automatisch ausgerechnet. Gut, dann skalieren wir. Die Größe reicht total aus für ein Full HD YouTube-Video, wofür wir es ja brauchen. Ich arbeite jetzt mal für dieses Tutorial mit der Größe. Gut, wie ich schon gesagt habe, in Lightroom möchte ich den Himmel ersetzen, weil der gefällt mir jetzt gerade gar nicht. Der ist einfach so grau und langweilig. Das Problem dabei sind diese Bäume hier. Die kann man nicht einfach so rausnehmen, wenn man den restlichen Himmel vielleicht mit dem Wand oder so selektiert. Also behandle ich die jetzt separat. Wir fangen an mit denen. Ich nehme mit dem Lasso-Tool ungefähr die Bäume und gehe dann auf Select, Feather, mach 4 Pixel. Das gibt dem Rand so einen leichten Weichzeichner. Okay, dann kopiere ich den Baum, füge ihn gleich wieder ein und mache daraus einen neuen Layer. Gut, und jetzt kann ich den Baum so behandeln. Zuerst mache ich den Layer to Image Size. Das macht den Layer genauso, also diese Ebene genauso groß wie das ganze Bild. Dann haben wir überhaupt keine Probleme, wenn ich das mache. Schadet auch nicht wirklich, also warum nicht? Gut, dann nehme ich diesen Tool, Select by Color. Da kann ich eine bestimmte Farbe, also jeden Pixel dieser Farbe in der Ebene selektieren. Und das brauchen wir in diesem Fall. Threshold müssen wir auch noch ändern, das heißt die maximale Farbendifferenz. Und weil das Grau hier ein bisschen kriselt, muss ich die ein bisschen toleranter machen. Aber ich glaube, 13 ist schon tolerant genug. Nee, ich mache es noch ein bisschen. Maximale Farbendifferenz muss ja niedrig sein, damit ich genauer arbeiten kann. Damit bin ich jetzt zufrieden. Okay, dann löschen wir das. Und wie man sieht, ist der Baum jetzt freigestellt. Problem ist, es kriselt brutal. Deswegen nehme ich jetzt einen gaußschen Weichzeichner, damit das Kriseln einfach weg ist. Das reicht für unsere Zwecke. So, das ist aber viel zu heftig, also stelle ich das ungefähr auf 2. Gut, damit bin ich jetzt zufrieden. Und der erste Baum ist fertig. Machen wir gleich weiter mit dem zweiten, aber erstmal speichern. Muss man sich immer merken, immer speichern. Mir ist schon so oft was verloren gegangen, weil ich nicht rechtzeitig gespeichert habe. Gut, ich habe vorhin schon einen Test gemacht, deswegen gibt es die Datei schon. Okay, wunderbar. Jetzt auf geht's zum zweiten. Das machen wir ganz genau so. Nur halt ein bisschen größer. Nein, nicht 300, ich wollte 30. Also, Lasso. Ganz ungenau, keine Sorgen machen. Hauptsache, der ganze Baum ist drauf. Feather, 4 Pixel. Kopieren. Einfügen. Neuer Layer. Layer to Image Size. Reinzoomen. Und jetzt mit dem Farbselector irgendwo ins Graue. Na, bitte, ich nehme mal an, dass das ganz gut geworden ist, aber ja, passt. Okay, cool. Dann lösche ich das raus. Wie man sieht, der Baum sieht genauso aus wie der andere vorhin. So, ich muss halt nochmal den Weichzeichner drauf tun, weil so kriselig können wir es auf keinen Fall verwenden. Da muss ich jetzt aber nicht alles nochmal einstellen, sondern einfach auf Repeat-Filter gehen, also wiederholen. Gut, das wird jetzt gemacht. Und na bitte. So, jetzt mit demselben Prinzip machen wir jetzt den Himmel. Das da oben sieht zwar ein bisschen blöd aus von hier, aber das wird nachher überhaupt kein Problem sein. Wenn ihr wollt, könnt ihr eigentlich auch ein Radiergummi nehmen und das einfach raus. Ich glaube, das mache ich jetzt. Kann nicht schaden. Einfach ein bisschen absanden sozusagen. Gut. Na dann. Jetzt selektieren wir den ganzen Rest. Ungefähr. So, hopp, 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 Weichzeichnen müssen wir diesmal nicht. Kopieren.
einfügen. Das mache ich jetzt nicht permanent, sondern nur damit man den Himmel leichter selektieren kann. Gut. Können es eigentlich ein bisschen hochstellen, die maximale Farbendifferenz. So genau brauchen wir es jetzt hier nicht. Gut, das passt an für sich. Jetzt machen wir die Selektion ein bisschen größer. Machen wir mal 3 Pixel. Bitte, jetzt haben wir es schon viel besser. Das ist gut. Aber weil wir die Bäume ja schon haben, können wir jetzt hier mit dem Lasso die rauslöschen aus der Selektion. Und ich sehe gerade, der Kran wurde auch nicht ganz selektiert. Aber so passt's. Okay, jetzt haben wir die Selektion. Jetzt gehen wir zurück in den Hintergrund, in die Hintergrundebene. Wir können ein bisschen feathern. Vielleicht so 2 Pixel. Gut. Und rauslöschen. Na bitte. Mir ist gerade was aufgefallen. Wir haben was Kleines vergessen. Wir brauchen noch einen Alpha-Kanal. Weil das Originalbild ist ja ein JPEG und das heißt, es ist keine Transparenz automatisch drin. Also müssen wir das reintun. Hier rechtsklicken, Add Alpha Channel. Also jetzt können wir Transparenzen im Bild verwenden. Wenn ich jetzt die Selektion rauslösche, dann sieht man, der Hintergrund ist transparent. Wunderbar. Okay, na bitte, den Himmel haben wir jetzt draußen. Jetzt ersetzen wir den mal mit was Schönem. Ich habe hier einen sehr schönen Nachthimmel gefunden im Internet. Link dazu ist unten in der Beschreibung. Den öffnen wir mal. Ich verwende ihn jetzt nur zum Zweck dieses Tutorials. Werden wir ja nicht verkaufen, also sollte es ja kein Problem sein. Kopieren. Einfügen. Paste as new layer. Neu als neue Ebene. Einfügen. Wunderbar, ist drin. Dann können wir das gleich schließen, damit kein Müll übrig bleibt. Gut. Aber das muss natürlich hinter den Hintergrund. Das ist ja die letzte Ebene. Gut. Ich kümmere mich jetzt nicht so sehr um die Größe und es ist mir jetzt wurscht, wenn es wirklich, wenn es irgendwie furchtbar verzerrt wird oder so, aber weil ihr seht ja, wie es funktioniert. Also es geht ja um das Prinzip und nicht um die Qualität des Bildes in diesem Fall. Gut, dann vergrößern wir das Ganze mal, skalieren es hoch. Der Mond sollte jetzt da nicht drin sein, finde ich jetzt nicht so doll. So ungefähr würde ich gerne den Himmel haben. Wird jetzt skaliert. Die Farbe ist natürlich total falsch für das restliche Bild, also werde ich es fast komplett entsättigen und dem so einen leichten bläulichen Glow geben. Gut, das können wir machen, sobald der langsame PC merkt, dass er was tun sollte. Gut. Ups, da ist es noch ein bisschen zu weit oben. Kein Problem, ziehen wir etwas runter. Fertig. Bitte, der Baum sieht ganz gut aus. Gut, jetzt gehen wir auf Farben, Colors, Colorize. Machen es leicht bläulich. Entsättigen es fast komplett. Fast. Bisschen mehr vielleicht. So. Dann machen wir es natürlich deutlich dunkler, wie das restliche Bild. Der Himmel ist meistens ein bisschen heller als der Boden in solchen Fotos, also machen wir es etwas heller. So, das gefällt mir jetzt. Bisschen mehr Sättigung. Na bitte, da haben wir's. So, das Einzige, was jetzt noch fehlt bei diesem Bild, ist der eigentliche Slenderman. Der ist jetzt noch nicht so bedrohlich. Also machen wir den mal ein bisschen surrealer. Zoomen wir rein. Was ihr auch machen könnt, was ich jetzt nicht machen werde, ist den Slenderman selektieren und ein bisschen in die Höhe ziehen, damit er größer ist. Aber weil wir ja den 2 Meter großen Maxi hatten, sollte das schon reichen. Also ich finde, das passt. So, als nächstes selektieren wir das nette Männchen. Und um ihn surreal wirken zu lassen, möchte ich ihm einen leicht leuchtenden Hintergrund geben. Also ich möchte, dass er ein bisschen out of place wirkt. Gut. Falls ihr euch fragt, warum ich in GIMP arbeite, ich habe Photoshop,
Aber um ganz ehrlich zu sein, finde ich GIMP simpler. Also man findet die Werkzeuge, die man ständig braucht, also die ich ständig verwende, viel leichter. Ich kann Photoshop zwar sehr gut bedienen, aber ich mag halt einfach die Simplizität in GIMP. Und viele Leute haben, können sich kein Photoshop leisten oder wollen es einfach nicht, weil es so teuer ist. Und dann nehmen sie GIMP und deswegen nehmen wir es auch. Gut, dann kopiere ich den. Mache einen neuen Layer draus. Dupliziere diesen Layer. Ich sollte mal anfangen, die Layers zu benennen. Nehmen wir mal Slender Glow, weil das der leuchtende Hintergrund wird. Und einfach Slender Man. Beide mache ich so groß wie das Image selbst. Schnell prüfen, ob die Aufnahme noch läuft. Und dem Slender Glow gebe ich jetzt einen gaussischen Weichzeichner. Eine Sache, die mich noch stört bei GIMP, man muss immer die Charaktere, das Suchen in diesem Sucher hier oben, aber das ist ja jetzt wurscht. Ich stelle mal ganz hoch, machen wir mal 15. Passt. Man wird gleich schon merken, dass der ein bisschen besser wirkt, aber ich möchte es noch heller machen. Super, jetzt gehe ich auf Farben, Helligkeit und Kontrast. Na bitte, schon wirkt ein bisschen komischer. Das ist noch ein bisschen kantig da oben, also werde ich vermeiden, dass das ganz so schlimm aussieht. Aber leichtes Leuchten hätte ich schon gerne. Na bitte. Gut. So, wie ihr wahrscheinlich wisst, hat der Slenderman aber ein sehr weißes Gesicht. Der Maxi hatte zwar seine Kapuze auf, aber das war nicht so sonderlich gut beleuchtet. Also werde ich das Gesicht noch extra selektieren. Gut, das ist im oberen Layer. Super, das muss ich jetzt sehr weich machen. Nehmen wir auch mal 4. Daraus mache ich jetzt aber keinen neuen Layer, sondern arbeite direkt da drin. Wir nehmen Dodge und Burn, das macht es heller oder dunkler. Circle Fuzzy passt. Und ich gehe da einfach mal drüber. So, das sieht jetzt momentan noch ein bisschen doof aus, also werde ich das noch nachkorrigieren mit der Helligkeit und dem Kontrast. So. Das passt eigentlich vorerst. So, was mir jetzt noch gar nicht gefällt bei dem Gesicht, ist, dass es so unförmig ist. Der Slenderman hat an und für sich ein sehr rundes Gesicht, ein sehr menschliches Gesicht und das ist hier einfach so ein Blob. Also werde ich jetzt mit dem Clone-Tool hier mit Steuerung Klick eine Stelle selektieren, wo es schwarz ist und mal drüber. Hier muss man auch nicht sonderlich auf Genauigkeit achten, weil das sieht so oder so gut aus. Man sieht es ja aus der Entfernung, also wird es schon passen. Gut, da ist noch eine Kante, die mir nicht gefällt. So, das passt jetzt auch. Gut. Es fehlt nur noch eine Sache. Und dann sind wir fertig. Die Tentakeln vom Slenderman. So, die tue ich jetzt zwischen Slender Glow und Slenderman, damit sie hinter ihm sind. Und die mache ich ganz einfach. Ich gehe jetzt in den normalen Pinsel. Selektiere die schwarze Farbe, das passt. 1,15 als Größe ist gut. Was wir jetzt noch brauchen, ist Fade Out. Weil wenn ich jetzt einfach anfange zu malen, dann sieht es total bescheuert aus, weil das Ende so abgerundet ist. Es sieht schon, okay, es sieht okay aus, aber lang nicht so spitz, wie sie sein sollten. Deswegen nehme ich Fade Out. Circa 300. Das lässt es so langsam ausklingen. Wenn ich jetzt zeichne, dann hört das da so auf und wird immer weniger. Das sieht gut aus. So, dann gehe ich mal auf 100, zoome ein bisschen raus und gebe dem jetzt die Tentakeln, die er haben möchte, um kleine Kinder zu entführen und den Leuten einen Riesenschreck einzujagen. So, gebt ihm so viele, wie ihr wollt, aber ich habe festgestellt, so bei 7 ungefähr ist echt aus. Dann sieht es blöd aus. Ich mache die neu. Gefallen mir jetzt nicht so sehr. Hopp. Schön geschwungen. Sieht besser aus. Also vor eurem Slenderman solltet ihr ein bisschen weiß haben. Oder hinter,
damit man ihn gut erkennen kann. Diese Tentakel in dem Schwarzen sieht man nicht so gut, aber im Weißen ist es gut. So, jetzt zoomen wir raus. Na bitte, euer eigenes Slenderman-Bild. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und auf geht's zur Abmoderation. So, ich hoffe, dieses kleine Video zu Slender hat euch gefallen. Jetzt könnt ihr eure eigenen Slender-Fotos oder Videos machen. Bitte empfehlt uns euren Freunden, abonniert unseren Kanal und bewertet dieses Video gut, schreibt nette Kommentare und so weiter. Und viel Spaß noch mit euren Slender-Fotos. Ja, ihr könnt uns auch mal sagen, wie ihr den Livestream fandet. Also mir persönlich hat es ziemlich viel Spaß gemacht. Das kann ich zwar jetzt noch gar nicht sagen, weil wir den Livestream noch gar nicht gemacht haben, weil wir dieses Video im Livestream schneiden werden. Aber ihr könnt sagen, ob ihr sowas nochmal haben wollt. Dann diesmal in 4D. Viel Spaß dabei und ciao, bis zum nächsten Video.